bist doch nur geil. Hättest du das nicht eine Sekunde später sagen können? Reinkriechen und Spaß haben? Na sehr gut, jetzt kann ich das einfach als Folgeneröffnung nehmen. Ist doch viel schöner. Schön, schön, schön. Also, TikTok macht sich auf den Weg, sucht sich eine richtig gute Ohrknote, die Mutter fünfer, Quatsch, Trollmutter, die Mutter fünfer Kinder ist und kriecht rein. Ja. Dann bin ich der Grottenolm. Genau. Das wird dann neuer Straßenname. Der arme Junge. Ja. Aber harte Arbeit, der Name. Ah, das erinnert mich gerade total an der Sinn des Lebens mit den katholischen Eltern da, die ein Kind nach dem anderen kriegen. Und die Trollen stehen auch einfach da, flatscht TikTok wieder raus. Oh, schon wieder eins. Oh, nee. Das sieht aber komisch aus. Das war bestimmt der Briefträger. Mach mal Jacqueline, nimm mal das Ding mit und gib das mal in die Babyklappe da. Du weißt ja, die hinten rechts, die links ist schon voll. Ah, schön. Zurück bei Sinn des Lebens, ja. Alles sinnvoll hier. Judy, also was war jetzt der Plan? Sauerkirsche. Reinkriechen, Ding manipulieren, rauskriechen. Jo. Das macht mich jetzt doch spitz. Rein, raus, alle sind glücklich. Wer will alles reinkriechen außer Kabern? Rein, raus, fertig, Maus. Tja, wer greift zum Öl, Flummi oder ich? Beide. Unser Liebesnest. Na, von mir aus. Gut. Die nötigen. Ich meine, der Kopierer da, den kannst du einfach anpappen, das ist nicht das Ding. Easy. Sollte natürlich auch nicht auffallen. Ja, ja, das kriegt man schon alles noch hin. Das die nächste. Wollt ihr noch. Was auf eurem Höllenritt? Habt ihr vor, irgendwas mitzunehmen, was ich jetzt noch nicht... Ich möchte, dass man mein Gesicht nicht sofort erkennt. Ich mache die beiden schön. Oh Gott. Oh, Ramontig. Hallo? Na, dann muss ich tatsächlich mal eine Probe erhalten, ja. Wollt ihr mich dabei unterstützen, dann werft jetzt. Das Kündchen. Doch. Alter! Ich bin wieder da! Also du bekommst einen neuen Bonuswürfel, oder was? Ja gut. Das macht er uns zwei Erfolge oder einen. Ja, wahrscheinlich. Na, nee, fünf gut. Erfolge. Gut, hat sich gelohnt. Was ist denn dein mentales Limit? Fünf, oder? Fünf. Sieben. Ja gut. Ihr seid entstellt. Gibt es wie Gule. Ich meine, das ist ja eine Teamwork-Sache. Gibt es ein spezielles Genre, an das ihr euch halten wollt? Oder einfach Penner. Nur... Das hilft. Straßenhure. Ja, Straßenkind, aber in der Richtung. Jutti. Ich wollte eigentlich... Wir sind ein Geschwisterpärchen. Ich wollte unseren Zwerg zu einer Straßenhure machen. Also ihr seid Straßenkinder. Sehr gut. Das heißt, keine Bewaffnung offensichtlich. Es sei denn, ihr sagt, ihr wollt an dem Teil halt sagen, ich scheiße auf Verkleidung. Ist ja okay, ich muss es ja nur wissen. Unter der Kleidung. Ja. Was denn für Kniften? Also ich würde sagen, schwere Pistolen sind da zum... Na gut, fünf Erfolge. Na, meinetwegen, schwere Pistolen. Je noch, wenn es nicht gerade ein Rutscher Super Warhawk ist... Warte doch mal eben, ich hab doch für solche Fälle... Habe ich ein reichhaltiges Arsenal an Tötungswerkzeugen. Genau, habe ich ein reichhaltiges Arsenal an Tötungswerkzeugen. Auch Dinge, die man zwischendurch einfach mal irgendwie finden kann und die man hervorragend wegschmeißen kann. Ich erinnere mich da an einen, ich habe vergessen, wie es heißt. Warte. Wir hatten doch hier, war das der Cold America oder sowas? Die Wegwerfknarre? Ja. Das steht zwar auch nicht in deiner Waffenliste, aber ich glaube, den hattest du irgendwie. Ja. Naja, du hast ein sehr reichhaltiges Tötungsarsenal. Jutti. Ich finde, so eine Cold America kann man mal irgendwo, also, ne? Das stimmt.
im Mülleimer finden oder sowas, ja. Dass damit schon 5 Menschen umgebracht worden sind, spielt keine Rolle. Richtig. Ist ja umso passender. Genau. Den hast du nach einem Schusswechsel jemand aus den Fingern geklaubt und bist weggerannt. Richtig. Dann hast du noch ein Stück aus seinem Gesicht rausgebissen. Und es gegessen. Es war sehr schmackhaft. Wozu solltest du es denn sonst aus seinem Gesicht rausbeißen? Ich habe seinen Augenflüssigkeit geschlürft. Mich an seine Lippen gelabt. Tom. Sie nahm die weichen Sachen, ich das harte. Ich cremte mir mit seinem Rotz das Gesicht ein. Ich war ein anderer Mensch. Es war wunderschön. Ja, gut. Ihr erbrecht das Stromhäuschen. Das ist ja jetzt nicht mal ganz ungefährlich. Doch, es ist eigentlich relativ ungefährlich, shit. Sonst hätte ich da nicht durchstolpern können. Ja, das ist erstmal Punkt 2. Gut, ihr stürzt euch heldenmutig in das Loch. Wir gucken, dass uns niemand sieht, hört oder fühlt. Das oder ist unmöglich. Wieso? Naja, da sind schon ein paar Menschen unterwegs. Ich bin Straßenkind, was interessiert die, was da irgendwelche kleinen Straßenkinder machen? Ich habe dir nur gesagt, es ist unmöglich, dass sich niemand sieht. Ja, aber... Ich meine, U-Bahn-Stationen haben ja jetzt auch die Tendenz, an Knotenpunkten zu sein, wo tatsächlich auch Menschen unterwegs sind, von daher... Das ist richtig. U-Bahn-Stationen und Baustellen haben aber auch die Tendenz, Schlafplatz für Leute zu sein. Ja, ja, ich sag nur, euch wird schon jemand sehen, aber die werden jetzt nicht sagen, oh Gott, die armen Kinder. Wir von Rabutnik lieben Kinder, lass sie mal rauszerren und verprügeln. Die kennen es ja auch nicht. So, hat eigentlich jemand von euch frei... Nein. Nein, weil du mir immer sagst, ich soll so einen sinnlosen Scheiß nicht steigern. Das ist du auch nicht. Du gehst Freifall ist super. Lässt dich runterhängen und fällst dann ungefähr 20 Zentimeter. Ja gut. Dann fängst du am besten noch TikTok, weil der würde ein bisschen weiterfallen und da sind auch ein paar scharfkantige Sachen und so ein Shit. Easy. Dann krabbelt ihr da runter. Mach da mal Scharleichen und ihr schick. Weißt du, wer jetzt voll abkacken wird? Genau, ich. Geil. Siehste? Na, ich bin euch der Schmittchenschleicher. Ich krieg wieder raus. Moment. Also, ich muss euch das ja nicht aufzeichnen. Der Wartungsscheiß endet natürlich nicht in der Decke, sondern da irgendwo an der Seite kommt sie dann raus. Ihr kriecht gerade aus dem Loch, eure Augen erblicken das spärlich beleuchtete Baustellenensemble sowie die wunderschöne Station selbst. Stinkt immer noch nach Pisse, wird sich vermutlich auch nie wieder ändern. Just in dem Augenblick kommen die beiden Dudes um die Ecke und richten ihre Taschenlampen in euer Face. Sie greifen zu ihrem Waffelchen. Einer tritt vor, der andere zieht eben jene. Wir sehen sehr erschrocken aus. Ich kann mir das vorstellen. Der wird euch auch wirklich erschreckt haben, nehme ich an. Jupp. Yep. Was ist das für eine Scheiße? Hände in deinen Kopf. Ich sag's nicht nochmal. Zitternd nehmen wir die Hände hinter den Kopf. Jojo überlegt sich gerade, ob sie die beiden Typen jetzt umbringt, aber das macht sie nicht. Das klingt vernünftig. Ja. Deswegen ist sie jetzt erschrocken, zittert und nimmt die Hände hinter den Kopf. Jutti. Sie werden ein paar Schritte auf euch zutreten. Der hintere hat halt die Waffe auf euch gerichtet, der vordere greift halt nach irgendwas da hinten an seinem Jottel. Vermutlich ist es eine Peitsche oder Kondome. Auf jeden Fall. Schritt raus, Schritt nach vorn. Ja. Name? Natascha? Er guckt zu TikTok. Das ist Agaphon. Ich
Hast du volles Edge? Ich glaube nicht. Na, dann weißt du ja, was passiert. Entschuldigung. Ich warte übrigens gerade so lange, weil sie garantiert gleich wieder reinlachen wird. Mhm. Und das, obwohl es nicht mal witzig ist. Ich kann diesen Namen nicht aussprechen, ohne zu lachen. Das geht einfach nicht. Na gut, da gehen wir alle nochmal aufs Klo, würde ich sagen, bis sie fertig ist. Nee, easy. Also, das Agaphon hat sie gesagt. Na klar. Der wird sich jetzt an Agaphon richten, weil Jojo gerade zu sehr zittert, um zu sprechen. Die Lippen beben ja offensichtlich auch. Wie seid ihr reingekommen? Deute wortlos auf den Tunnel. Hättet ihr... Und? Da draußen waren Typen, die wollten uns verdreschen. Wo führt denn das scheiß Ding hin? Nein, dieses Häuschen. Ist das offen? Sie nickt. Fuck. Auf den Boden legen, Hände auf den Kopf. Jupp. Ja. Juti, er kommt dann zu euch und wird euch erstmal kurz abtasten. Ihr würfelt mir. Verkleiden und Geschick. Ich hab nichts dabei. Du hast keine Waffe. Okay, dann musst du mir das auch nicht würfeln. Hast du dein Deck dabei? Nee, hast du vermutlich auch nicht. Nein. Ne? Ja. Dann Jojo. Warte mal, da gibt's vielleicht Modifikatoren, über die wir uns mal kurz unterhalten müssten. Ich hab dir auch gleich. Das ist nur noch eine Frage von Sekunden. Sekunden, die mir wie Sekunden vorkamen. Achso, na dann kriegst du offensichtlich plus minus null. Okay. Ich würfel meine Edge-Würfel mit. So, was war das jetzt? Verkleiden und Geschick. Genau. Vielleicht würfel ich meine Edge-Würfel doch nicht mit. Hey, das hast du schon gesagt. Natürlich habe ich schon gesagt. Ist ja auch völlig in Ordnung. Er toucht euch ab, und zwar mit Sitte und Moral. Denn es ist ein anständiger Mann. Was würfelst du zweimal? Ich habe SAE gewürfelt und hätte noch eine 6 gehabt. Ach, du wolltest einfach noch posen. Das ist okay, das mache ich auch gerne. Also, mit Sitte, Anstand und Moral und ohne jeden Hintergedanken. Er findet auch nichts. Also er findet irgendwie ein paar Sachen, die ihr euch halt als Pennerkinder noch vorhin geholt habt und die steckt er halt dann wieder zurück in eure Taschen. Voller Mitleid. Dann wird er auch voller Mitleid eure Hände mit Kabelbinder hinter den Rücken zusammenzonen und zwar ordentlich enge. Aufstehen. Wir bemühen uns aufzustehen, was aber gar nicht so einfach ist, wenn man auf dem Bauch liegt. Aber ja, es geht. Ich weiß, man rollt sich erst auf den Rücken und so weiter. Ja, genau. Also ich meine, wenn ihr dann vom knienden Punkt nicht hochkommt, dann würde er euch auch nicht mal am Schultergelenk hochzerren, sondern an beiden Schultergelenken, was ja deutlich netter ist. So, und jetzt da lang. Der führt euch jetzt quasi raus. Mhm. Dann wird er vorne den Bauarbeiterzaun öffnen. Der ist innen übrigens mit so einer Art Fahrradschloss gesichert. Das ist ziemlich effektiv übrigens, das mindestens 4 mm dick. Und dann würde er euch rausschmeißen und die Kabelbinder lösen und das Ding wieder zumachen. Sein Kollege wird jetzt oben mal rauslaufen und sich das Ding angucken, also das Häuschen, und dann würde er mal irgendjemanden anrufen. Tja, schade. Das sieht nicht so gut aus. Das war produktiv. Ja. Also werde ich mich morgen früh mal per Matrix da reinmachen. Die schöne Verkleidung. Hey, die Verkleidung war sehr effektiv. Die Verkleidung hat uns gerettet. Ja. Wäre nur schön, wenn sie uns auch noch positiv was gebracht hätte. Außer Arsch retten jetzt. Das reicht mir eigentlich. Na, alles gut bei euch? Ja.
Ja, mir scheint die Sonne aus dem Arsch wie ein Flutscheinwerfer. Da ihr so schnell wieder raus seid und hier der Wachmann rumfummelt, denke ich mal, dass ihr ertappt wurdet. Ja. Wir sind nicht ertappt worden, wir sind ihnen praktisch vor die Füße aus diesem scheiß Tunnel rausgekullert. Das war perfektes Timing. Mal muss man Glück haben, und muss man Pech haben, würde ich sagen. Aber gut, dass ihr nicht, ne? Ja, nicht als diese Motoren aufgetreten sind, die wir sind, ja. Richtig. Gut, würde ich sagen, heute Mittag oder so gehe ich mir das Ganze für Matrix angucken. Machst du das? Ich baue zur Not mal so ein Schloss nach. Mhm. Kostet 500. Billig. Geht. Naja, ich nehme mal an, dass diese finanziellen Dinge uns noch gestellt werden. Nein, Jutti. Na, etwa nicht? Nein, Jutti. Könnte unter Umständen sein. Gut. Ey, Vlad, ich bräuch mal 500. Was? Na hier, ich muss da was machen wegen dem Ding, was du gesagt hast. Achso, na okay. Oh, ich will es jedes Mal vorher wissen, wenn du mir ankommst mit irgendeiner Scheiße, dass du dem Typen hier ein Hundeeisband kaufst, dann machen wir es nicht. Traut er ihr das wirklich zu? Nein, nee, er meint für Kaban das Hundehalsband, nur damit du ihn kontrollieren kannst. Ja. Easy. Ja, schwarzes Leder und dann so in Gold und Strasssteinen, Bitch. Ja, und das dann, ja, doch. Also ich glaube, das würde Vlad sogar dafür mit 500 hinlegen. Nee, der ist ja keine Matrioschka. Wenn er meint, so für den Spaß, aber egal. Gut. Also dann Mittag hüpfen mit uns? Ja, klar. Nein, noch nicht ganz. Ach so? Nein, wenn wir TikTok nach Hause gefahren haben und Julia noch im Auto ist, wird sie sich auch nochmal zu Kaban umdrehen. Ja. Kaban. Eine Sekunde. Warte mal. Hä? Spinnst du? Was willst du denn? Ich bin noch Spielleiter, ich spinne natürlich. Nee, mach mal. Hä? Verzeih bitte meinen Einwand, ich musste kurz denken und es hat sich herausgestellt, dass das außerhalb meiner Kapazitäten liegt. Also mach, was du vorher machen wolltest. Jetzt hast du uns voll aus dem Konzept gebracht. Halt die Fresse, die hat gesagt, ey, Kaban. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Ja. Ich weiß, dass dir diese Form des Gesprächs nicht besonders gut gefällt, aber vielleicht müssten wir nochmal über die ganze Geschichte reden. Welche ganze Geschichte? Deine. Okay. Warum? Weil wir dir Hilfe zugesichert haben bei dieser ganzen Sache. Das bedeutet aber auch, dass wir wissen müssen, wann, wo und wer. Wenn du verstehst. Ja, das weiß ich nur noch nicht. Das meine ich nicht, sondern es wäre vielleicht, weil ich, je nachdem, wie Informationen herangetragen werden, kann es auch sein, dass es Informationsquellen gibt, die wir nur selber oder die jemand von uns, weil das Leute betrifft, die jemand von uns kennt, abgrasen kann, / muss, und da kannst du dann nicht selber hin. Deswegen wäre es ganz gut zu wissen, wo das alles damals passiert ist und wann genau das damals passiert ist, damit man vielleicht jemanden ausmachen kann. Ach so. Ja. Die Daten kann ich dir geben. Okay. Also, ich sag mal, je mehr
oder je detailliertere Informationen du mir geben kannst, desto besser wär's. Ja. Das habe ich mir gedacht. Okay. Das war ganz, es war in einem kleinen Dorf namens Reschut. Du schreibst es mit. Ja, ja. Reschuti. Da. So wird es geschrieben. Das liegt quasi, er gibt dir Koordinaten. Hm. In diesem Gebiet. Das Ganze ist jetzt so ein paar Jährchen her. Ich brauche Daten. Ja, er nennt dir ein genaues Datum. Okay. Ich habe jetzt gerade kein genaues Datum im Kopf. Das ist nicht schlimm, du musst mir das als Spieler nicht nennen, aber Jojo wird dich halt jetzt wirklich, sie wird vorsichtig fragen, aber sie wird wirklich jetzt auch detaillierte Informationen abfragen. Wie viele, auch wie das mit dem Dorf war, ob es da irgendwelche speziellen Merkmale gab, woran man das Dorf erkennt, weil nicht jeder Söldner weiß unbedingt, dass das Dorf sowieso ist, weißt du, manche haben nur gehört, das ist das Dorf von sowieso bla, wie wir auch immer. Ja, dann wirst du auch relativ schnell erfahren, dass halt das Dorf relativ bekannt war, weil es halt eine magische Heilerin hatte. Quasi Kamans Mutter, was er dir dann noch sagen wird. Mhm. Und dafür ist es halt, ne, Magier sind halt verdammt selten. Ja, und ne, deswegen wird es dafür bekannt sein. Mhm. Ja, wirst du halt ein paar Namen hören, quasi wer da noch drin ist, womit man eventuell mal gehandelt hat, welche Namen bekannt sind. Sie wird halt auch noch fragen, ob irgendwie alle überlebt haben, ob jemand gestorben ist. Also nicht, sie weiß, dass jemand gestorben ist, aber ob alle gestorben sind oder ob jemand überlebt hat und so weiter und so fort. Naja, die ein paar Dörfer haben überlebt. Hm. Also das Dorf existiert theoretisch noch. Okay. Hast du noch Kontakt? Jetzt nicht mehr, ne. Warum nicht? Jahre her, ich bin einfach weggezogen. Nachdem ich in die Söldnergruppe gezogen bin. Da war ja niemand mehr, den ich, der von meiner Familie über war. Naja, hätte ja sein können, alte Freunde oder sowas. Nachdem meine Eltern tot waren, bin ich mit meinem, mit einigen Leuten quasi weiter zu den zu unserem Söldnertrupp. Hm. Okay. Aber mein Onkel Grigori ist noch da, aber beziehungsweise war er da, der ist mittlerweile tot. Hm. Würdest du eigentlich nochmal dahin zurück wollen? Kann man machen, wenn es nötig ist. Nein, das meine ich nicht. Deswegen frage ich, egal, Entschuldigung. Nee, passt schon. Also wenn es... Wir können auch wieder hinfahren, das ist so. Das finde ich wohl. Nein, das meine ich nicht. Ich es ging nicht darum, dass ich da hinfahren wollte. Vergiss es einfach. Schon gut. Okay. Ich glaube, ich habe alles, was ich brauche und sollte ich noch eine Frage haben, komme ich sonst einfach nochmal. Okay. Gut. Ja, dann wird Jojo sich auch irgendwann absetzen lassen oder wird bei Kaban einfach aussteigen und wird mit dem Skateboard nach Hause, beziehungsweise nicht mit dem Skateboard, war sie nicht unterwegs, aber wird nach Hause laufen. Ja, ich kann die wohl zu Hause absetzen, so ist das nicht. Carbon ist kein Unmensch. Er kann 2 Meter weiterfahren. Das hat nichts mit Unmensch zu tun. Er bringt ihn auch raus. So. Mhm. Ja, er ist ein sehr netter Kerl. Eigentlich. Okay. Das stimmt, das ist er tatsächlich. Mhm. Auf dem Rückweg fahre ich am Staffelcheck vorbei und hole ein Sixpack Bier.
Er hat immer das Bedürfnis, auf Jojo aufzupassen. Das finde ich sehr witzig. Oder sie zu füttern. Das habe ich auch mal jetzt in einem Outro mal irgendwann verwurstet. Man muss ja die Weisheiten weitergeben. Oder so. Jotti, du bringst sie nach Hause und besäufst dich. Na, ein Sixpack Bier. Ich werde mich ja wohl ein Sixpack Bier betrinken. Ja, du... Trinkst ein Sixpack Bier. Trinkst ein Sixpack Bier. Ja. Und dann gehe ich ins Bett. Ja. Wann die am nächsten Tag so gegen 9 wirst du mit dem Hack als solches fertig sein und gegen 11.30 Uhr wird die Karte fertig sein. Sehr geil. Dann Konferenzschalte. Wofür brauchte der uns jetzt nochmal? Keine Ahnung. Okay. Was? Ich hab unsere Karte fertig. Na dann auf in den Freizeitpark. Ja, bup, bup. Heute Abend. Also, ja, sicher. Ich nutze dann die Zeit, die Karte noch ein bisschen zu verschönern. Okay. Mach ein paar Schnörkel drauf. Ich hab da mal die Hände besonders, wenn ich Liebchen. Ein Herzchen? Nicht nur. Mua. Ah, den hebe ich einfach später auf. Ja, mach das. Könnt euch beide mal ein Edge abziehen. Das ist ja. Alter, war so laut. Er war so angeekelt. Ich hab vielleicht auch ein bisschen rumgeplecht. Ah, sieht mir ja sonst gar nicht so ähnlich. Hey, komm, noch ein bisschen dramatischer und ich hätte angefangen, wie schon Cherish the Love zu singen. Doppel-Date. Sehe ich noch nicht kommen. Ich auch ja, nicht. Ich sind die noch auf doppel. Level, weißt du? Aber das war mit Ansage und Absicht. Ja, vielleicht zu 75%. Na, eigentlich nur zu 50%. Hä? Na, bei Kavan und bei Freya war das aber nicht mit Absicht und Ansage, das war purer Ernst. Du denkst, es wäre leicht, aber da unten war Krieg. Das weiß ich doch, aber warum moserst du dann rum, wenn TikTok und Jojo sich mal dingsen und dann jammerst du rum und bei Freya gehst du total auf? Ich darf mich doch mal hier spielt. Darüber echauffieren, also rausfahren lassen, um mal Herrn Malmsheimer zu zitieren. Aber selbstverständlich darfst du das. Es klang aber nicht so, ihr tut mir. Also, ihr habt alles und wolltet euch treffen, soweit ich das verstanden habe, easy. Sehr gut. Na dann. Also, diese 700.000 Erfolge fürs Verkleiden, die nehmen wir jetzt noch eine ganze Weile mit, ne? Sehr gut. Also falls ihr noch irgendwas vorhabt, dann sagt was. Okay. Dann, weiß ich, werde ich wahrscheinlich wieder abgeholt, weil ich sei ja wieder auf den Kindersitz. Yep. Dann willst du, dass die jedes Mal Strafe zahlen müssen? Ich könnte auch selber dahin fahren. Was könntest du machen? Ich könnte auch selber dahin fahren. Ich habe selber was Motorisiertes im Arsch kleben. Ja und? Das ist nicht so witzig. Ja, guck mal einen Charakterbogen. Moment. Gibt's da für eine Metamenschen-Anpassung? In SR5 glaube ich nicht. Doch, ich glaube, die gibt's wieder. Das ist irrelevant. Die haben's eigentlich irgendwie auf den Lebensstil draufgeschlagen und bla. Bei Charaktererschaffung, ja, seit der 250 mehr, da kann ich auch einfach nicht so viel Micromanagement machen. Aber mich irritiert vielmehr, dass du tatsächlich behauptest, böswillig vermute ich, dass du das besitzt, also so ein Fahrzeug. Hat er bestimmt, der wird schon nicht lügen. Ja, aber warum weiß ich davon nichts? Ich besitze Mostron, ich werde auch nicht lügen. Weil du dir den Charakterbogen nicht ordentlich angeguckt hast oder es vergessen hast. Was völlig legitim ist, weil du dir genug merken musst. Verdammt, wo ich jetzt denn hingeschrieben? Also, wenn da jetzt ganz zufällig Gens ist. Dann schenken wir dir einen Dreirad. Hast du mein Leben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du keins hattest, weil du warst ja irgendwie 3 Wochen in Moskau, als wir angefangen haben. Und
Naja, ich glaube, da hat man erstmal andere Sachen zu tun, zum Beispiel sie Wunden lecken. Ja gut, aber ich hatte eigentlich... Also ich habe noch nie von einem Fahrzeug gehört, muss ich hier stehen. Du darfst dir aussuchen, ob du ein Cat-Car, ein Bobby-Car oder ein normales Dreirad hast. Also ich hatte eigentlich Vielleicht hattest du es auch vor. Ich habe mal ein Moped mitberechnet. Ich sag mal so, ich kann mir gut vorstellen, dass bei diesen 174 Besilien Charakterbögen hier du dich vertan hast. Nein, ich weiß genau, dass ich da extra Motorräder aus dem Krempel gewälzt habe, um da zu gucken. Aber gut, ich hab's nicht hingeschrieben, mein Problem. Ich sag mal dann so, spätestens nach dem Run kannst du dir einen Dodge Scoot kaufen. Das beste Gerät der Welt. Ich hab gesagt, das beste Gerät der Welt, Junge, es fährt fast 60. Immerhin ja, schneller, als er laufen kann. Und es ist immun gegen Beulen, das fällt mir einfach um, wenn man es antitscht. Deins auf jeden Fall, ja. Na gut, dann nicht. Dann, naja, auf dem Kindersitz. Los, setz dich. Sei es glücklich, dass ich einen Kindersitz für dich habe. Möchtest du einen Pfirsich? Ich möchte kotzen, hart, im Strahl und im Viereck. Soll ich mir schälen? Ja, vor die Rinde vom Brot abknabbern, Mama. Aber selbstverständlich schneide ich dir die Rinde ab. Möchtest du auch Gelee auf deine Erdnussbutter? Bin ich Ami oder was? Na, du siehst zumindest so aus. Kind nehme ich ja doch hin. Taschenelf auch noch. Aber Amerikaner, jetzt. Also, hallo. Na, auf deinem Kindersitz? Wir einfach fahren, bitte. Die White Russians haben nichts gegen Amerikaner. Horizon ist aus Amerika. Wir lieben Horizon. Vielen Dank. Horizon ist toll. Jeder liebt Horizon. Ich so. Nicht mehr. Was? Na Jutti, also ihr fahrt und TikTok bekommt einen geschälten Pfirsich. Wo nimmst du denn diesen Pfirsich her? Hast du echtes Obst gekauft? Nein, es ist unechter. Ein unechter, geschälter Pfirsich. Na Jutti. Ein Gelee. Ein Gelee-Pfirsich. Ich gestehe dir das einfach mal zu, weil es tatsächlich zu schön ist. Okay. Die schmieren und saften noch mehr als echte. Okay. Ihr kriegt beide einen bösen Blick zugeworfen und dann kramt Kaba ein bisschen in der Seitentasche rum und dann kriegt ihr beide so einen Haufen Papier. Also so Schlabberlätzchen Papier quasi. Er opfert seinen gesamten Vorrat an Wichstüchern. Yep. Braucht er nicht mehr, der hat ja jetzt die Nutte. Achso, habt ihr eigentlich schon euren Freistich eingelöst? Ich frag nur. Nein. Okay. Achso, ihr kommt da an übrigens. Schön. Na dann. Ich reiche Jojo die Karte. Sie ist mannigfaltig mit Glitzersteinchen und Einhörnern verziert. Wunderschön. Das hast du schön gemacht. Geklöppelt. Das hast du ganz toll gemacht, mein Kleiner. Wirklich. Ja, ganz alleine. Ich hab den Kopf getätschelt. Okay, ich höre jetzt wirklich auf. Nicht so ein Ego-Mast. Langsam wird's zu viel. Also zum Glück bin ich kein Ego-Mast wie Karman. Das würde ich nämlich keinen mehr hochkriegen. Also rein in den Puff. Judy. Die Tür öffnet sich. Da drinnen ist ein Fahrstuhl. Also Fahrstuhl ist halt schon zu viel gesagt. Du hast halt quasi eine Plattform, die dann nach oben gezerrt wird. Und an der Seite hast du dann quasi einfach eingelassen schon verschiedene Kabellage, Matrix, Strom,
noch mehr Matrix und noch mehr Strom. Hey, Matrix, die nicht durch die Luft fliegt. Du hast auch Kabel, ja. Faszinierend. Ich weiß. Nein, ist es nicht. In jedem Fahrlos hast du dort außerdem verschiedene Sensoren. Also zumindest ist das so etikettiert. Des Weiteren hast du auf der Plattform noch einen kleinen Bildschirm, denn das ist offensichtlich der Retro-Fahrstuhl, an dem auch euch bzw. Herrn Mulkow ein schöner Tag hier wünscht wird und der Status dieses Bereichs der Trasse quasi erklärt wird, scheint alles ganz ausgezeichnet. Die Dehnungsfuge Nummer 4, die immer Schwierigkeiten macht, kein Problem nach der letzten Wartung. Sehr gut. Wo liegt denn Dehnungsfuge Nummer 4? Keine Ahnung, Alter. Die immer Probleme macht? Ach so, Moment, habe ich schon wieder was gesagt. Das war natürlich ein geheimer Tipp, den ich euch gegeben habe. Merkt ihr, ne? Dehnungsfuge Nummer 4 liegt. Wo hat man Dehnungsfugen? Vermutlich nicht in der Nähe einer Auffahrt. Das halte ich gar nicht, doch eigentlich schon. Ja, gut. Würfelt mir mal bitte jemand Edge? Jojo, tu es. Aber ich würfel scheiße. Ich mach schon. Aber du hast das meiste Edge. Naja, zwei Erfolge immerhin. Dehnungsfuge Nummer 4 liegt. Hat das eigentlich der Sprecher gesagt, die Plattform gesagt, Dehnungsfuge Nummer 4, die immer Probleme macht? Natürlich hat sie das genauso gesagt. Das ist erstens kein Sprecher, sondern das ist halt nur ein Bildschirm. Und ich bin davon ausgegangen, dass ihr euch halt einfach mal durchklickt, was da so alles gibt. Die Log-Einträge geguckt haben und die den Troubleshoot, nicht Troubleshoot, wie heißt Report. Das? Ja. Report. Halt den Statusbericht, nennen wir das ja in Germany. Dehnungsfuge Nummer, nein, die hat nicht gesagt, die immer Probleme macht, aber du hast ja dann auch noch den Log, wann die zuletzt bearbeitet wurde und so weiter und welche Probleme festgestellt wurden. Du hast Industriemechanik, du erkennst also, die macht immer Probleme. Ja. Und das war ziemlich häufig, so keine Ahnung, im Zwei-Monats-Takt zum Teil, vor allem in Winterzeiten, die Dehnungsfuge Nummer 4 liegt. Da seht ihr das. Ich glaube, jetzt kann man es ungefähr erkennen, wo es ist. Du meinst quasi an dem Kreuz. Ja. Kurz davor. Du wolltest uns damit andeuten, dass... Nein, ich wollte überhaupt ja nicht. Ich wollte hier nur noch Dehnung schreiben und dann eine Vagina malen und fand das lustig. Dehnungsfuge schreibt eine kleine 5 in Klammern dahinter. Verstehe ich nicht. Ab 5 ist alles dehnbar? Ach so, ja, okay. Dehnbar ist ein enges und dehnbarer Begriff. Genau. Gut, du meinst also, uns wurde vom System durch die Logfiles mitgeteilt, dass Dehnungsfuge Nummer 4 unser Freund ist. Quasi unser Eintritt in den Verkehrschaos-Himmel. Das hat euch das nicht mitgeteilt. Doch, ich habe das ganz genau gehört, wie es das gesagt hat. Jojo hat Halluzinationen, ihr solltet sie dringend in eine Therapie begleiten. Nicht schon wieder. Habt ihr auch gehört, wie sie gesprochen hat? Habt ihr das? Alles ist gut, alles ist awesome. Alles ist wunderbar. Sie spricht zu mir. Aha. Achso, ihr kommt dann, der Fahrstuhl, der hält ja auch an, ne? Schön. Also, das System fragt euch erst, ob ihr irgendwo quasi in der Tragsäule was machen wollt. Und wenn nicht, dann fährt ihr weiter nach oben. Dann kommt ihr da quasi an so einem Unterfahrbahn Metall Gerüst mit aber Seiten abgedichtet raus. Und da sind Kabel, Matrix und Sensoren und Strom. Ich möchte zu Dehnungsfuge Nummer 4. War es nicht Nummer 5? Nein, 4. 5 ist ein dehnbarer Begriff, deswegen.
Ja gut, ich ist sowieso extra vollkommen relevant. Ich habe extra viel ins Twitter dazu geschrieben. Na Judy, ihr macht euch auf den Weg zur Dehnungsfuge Nummer 4. Scheint gedehnt. Nee, scheint zusammengezogen, es ist Winter. Was sieht man da groß? Es ist Winter, da siehst es ist halt... Frühjahr. Ja, Moment. Erstens ist es in Russland immer noch kalt, vermute ich. Es ist halt einfach mal März. Okay, dann ist es wirklich kalt. Und da würde ich sagen, ist hier noch einigermaßen zusammengezubbelt. Was sieht man da? Das, was man da halt sieht, da ist jetzt nicht so übel viel krass los. Die scheint auch tatsächlich gerade gut in Schuss. Frag mich da jetzt bitte nicht, wie das aussieht, Alter. Da ist so Zeug. Das ist, glaube ich, Metall. In irgendeiner Form oder irgendwie sowas in der Art. Ich habe auch keine Ahnung, wie so eine Dehnungsfuge wirklich aufgebaut ist. Aber in der Straße... Das ist offensichtlich Bimetall. In der Straße verarbeitet, damit diese... damit alles arbeiten kann, ohne dass es zusammenbricht. Ja, damit einfach so. Wenn ich euch so mal weiter aufklären darf. Bitte. Eine Dehnungsfuge besteht aus einem Material wie zum Beispiel Silikon oder sowas, was sich halt zusammenziehen und dehnen kann. Ja, und beim Straßenbau ist halt dieses in so zwei Metallprofile eingespritzt. Ja, das bedeutet, wenn sich der Beton ausdehnt, kann er dieses Silikon zusammendrücken und der Asphalt wieder zusammenzieht, dann dehnt sich das Silikon wieder aus. So sehen Dehnungsfugen aus. Bimetall. Sehr schön. Das Bimetall bedeutet, wenn... wir es schaffen, dass Silikon zur rechten Zeit. War nicht ernst gemeint, Junge. Dass Silikon zur rechten Zeit zu. Wir sollten uns nochmal mit einem. Ich glaube nicht, dass wenn du diese Dehnungsfuge in Auftrag lass versetzt, doch mal dass reden. Direkt alles in die Luft fliegt. Ich sage das vorher. Und der beschwert sich, dass ich ihn immer unterbreche. Stimmt's ja auch. Wir sollten uns nochmal mit einem Straßendoc beraten, denn der weiß bestimmt, wie man, also die haben ja sehr viel Erfahrung mit geplatzten Silikonbrüsten. Ich finde, das lässt sich bestimmt auch auf eine Straße anwenden. Sollte das nicht der Fall sein, gibt es aber bestimmt auch die Möglichkeit, Silikon zu korrodieren. Und ich will nicht, dass es auseinanderbricht oder irgendwas anderes, sondern ich möchte lediglich, dass Dehnungsfuge Nummer 4 dafür sorgt, dass da irgendwas wirklich im Argen ist, dass da mal kurzzeitig abgesperrt werden muss, um bei Dehnungsfuge Nummer 4, die ja permanent Probleme macht, mal eine umfangreichere Wartung vornehmen zu müssen und dass man da überprüfen muss, um die Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Gut, hat irgendjemand irgendwelche Wissensfertigkeiten, die irgendwie in die Richtung gehen? Industriemechanik. Nö. Das Problem ist nur, wie willst du den Leuten das klar machen, dass die genau an dem Tag um die Uhrzeit das sperren? Dass kurz vor dieser Uhrzeit, es muss ja auch nur zu diesem Uhrzeit noch ungefähr eine Stunde halten. Das bedeutet ja nicht, dass es direkt um diese Uhrzeit schon der Fall sein muss. Also um Punkt, was weiß ich, wie viel Uhr muss es anfangen, sondern nur da muss auf jeden Fall dieses Verkehrschaos schon da sein. Das heißt. Nein. Hä? Nein, das muss da anfangen. Hm. Also ich meine, in kleineren Maße kannst du quasi schon einen dichten Verkehr erzeugen, aber es soll erst richtig rumpeln zu dem Zeitpunkt. Na, aber was ist denn zum Beispiel, wenn die dann plötzlich einen Alarm kriegen von dieser Brücke zu einem bestimmten Zeitpunkt? Wenn die zu Zeitpunkt X und wenn wir es nur schaffen, diesen blöden Sensor manuell zu manipulieren, das ist ja völlig egal. Dann müssen wir gar nichts mit der Dehnungsfuge machen, sondern nur mit den Sensoren, die da dran sind. Das reicht ja, das können wir zusammenschrauben. Dann würde das doch reichen, die zu Zeitpunkt X oder 5 Minuten vorher oder was weiß ich was zu aktivieren. Das heißt, die halten erstmal das gesamte Grid-Dings an. Ja, da mach doch mal Industriemechanik minus 2 Wanderzeit. Was ist das für eine Probe? Datensuche wegen Fluis Frage nach Silikonvernichtung. es gibt halt, keine Ahnung, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Silikon zu vernichten. Hast du gefunden? Jetzt. Kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist.
Ja, aber ich hatte eigentlich gerade überlegt, das Ding da zu manipulieren ist zwar schön, aber lässt sich sozusagen daher nicht zeitlich steuern, da will ich wissen, wie schnell die auf den Alarm reagieren würden. Naja, deswegen war ja die Da, Überlegung, direkt den Sensor zu manipulieren und gar nicht das Silikon selbst. Zwei Erfolge, das, Spielleiter. aber das hat ja damit nicht viel zu tun. Selbst wenn sie dann den Alarm kriegen, heißt es ja nicht, dass sie sofort reagieren. Ich Das glaube ist nicht, immerhin nur eine dass. Dehnungskugel. Ich glaube halt auch nicht, dass die Dehnungsfuge direkt, wenn die schon wieder irgendwas mit der ist, dass sie dann sagen, der Brücke muss ersperrt werden. Ich glaube nicht, dass die so hart eine Rolle spielt. Eine Die ist ja. Dehnungsfuge. Na, Eine ich glaube, die. Dehnungsfuge ist, wenn die wirklich im Arsch ist, dann kann es sein, dass deine Brücke ganz schnell instabil wird, weil wenn dann anfängt, was zu arbeiten, Temperaturschwankungen, irgendwas und du nicht flexibles Material hast, wird das Risse kriegen und brechen. Ja, aber Ja, das geht aber ja wie nicht an schnell einem schwanken, Tag. genau, wie schnell schwanken denn Temperaturen in dem Winter? Ich meine, es ist ja auch dann Belastung von wegen, die ganze Scheiße ja drüber rollt, ist mir schon klar, aber das ist ja nichts, was überakut ist. Nein, das natürlich nicht, aber das Ding ist, dass man ja überlegen, dass ich da mal angucken muss, was das für Sensoren sind und was die für Alarm geben. Und die werden ja wohl verschiedene Alarmstufen da haben. Und wenn dann erstmal Alarmstufe Rot kommt und dann hinterher sehen, ja, da ist nur irgendwas bla, was weiß ich nicht was, dann kann der Verkehr wieder weiterrollen. Das hält aber so ein Verkehr schon mal für eine Stunde auf. Ich erinnere mich da so an Staus, die entstehen, weil Leute auf der Autobahn langsamer fahren, um zu gucken, was auf der Gegenfahrbahn für ein Unfall war. Und das reicht ja schon, um jemanden eine halbe Stunde im Stau stehen zu lassen. Jein, aber du kannst auch die Dehnungsfuge, wie wir es ja gerade machen, uns von unten angucken. Ja, die müssen wahrscheinlich, um zu gucken, noch nicht einmal an die sozusagen da irgendwas absperren. Die schicken dann einen hin, der guckt, Sensor hat eine Macke, ja, dann scheiß doch drauf. Gehen wir mal weg von der Silikonmuschi. Selbst wenn du andere Sensoren beeinträchtigst, je nachdem, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die sagen, also das ist jetzt übrigens dein Wurf, Lumina, wo ich das jetzt gerade dazu aussehe, entweder die sagen, das ist aber jetzt richtig akut, da müssen wir sofort eingreifen, alles von der Brücke runter und so weiter. Das könnte natürlich schon zu ein bisschen Turbulenzen führen und so weiter, ne? So, da könnte sowas entstehen. Dann werden die vermutlich aber auch die Auffahrt direkt abkapseln. Da soll ja auch keiner mehr drauf fahren, auch nicht vor dem Problem, weil du weißt ja nicht, ob dann noch vor dem Problem was liegt. Also, weißt du, was ich meine? Kann ja sein, nur der eine Sensor hat angeschlagen. Das möchte man ja dann schon mal überprüfen. Oder die sagen, ja gut, das ist jetzt halt sowas Schlimmes wie die Dehnungsfuge. Da guck mal morgen, schick mal jemanden vorbei und dann guck mal, wie akut das ist und dann können wir da mal anfangen, in der Woche das Ding langsam abzusperren und da was zu machen. Ist ja okay, war ja nur eine Idee, wenn sie schon immer Probleme macht. Ja, natürlich, aber ich habe nur irgendwas gesagt und jetzt habe ich dazu quasi meinen Senf dazu gegeben. Ist Gut, alles in Ordnung. denken wir mal weiter. Was gibt es da auch noch für Dinger? Matrix ist völlig egal, das machen die von unten, da müssen die nichts mit der Straße sperren. Strom müssen sie auch nichts mit der Straße sperren. Wasser wird da nicht langlaufen, das läuft durch die Erde. Brauchen sie da oben auch nicht. Und selbst wenn, gefriert da nichts mehr, das ist völlig egal. Öl gibt es hier, wird hier nicht weitergeleitet. Letzten Endes können wir, wenn wir hier was machen wollen, nur eine Sprengladung setzen und das ist eigentlich nicht so klug. Andere Idee wäre, wie wär's denn mit dem Feuer? Auf einer Straße. Nee, in der Straße. Ja. In den Wartungskanälen. Weil Feuer in so einem Gebäude ist übelst tödlich. Aber Ja. diese Wartungskanäle, wo wir hier sind, die sind alle offen, normalerweise. Ich habe ja gesagt, der ist an der Seite abgeschottet. Ach so, das Also habe auch ich nicht mitbekommen. Vollmetallgerüst unter dir und neben dir. Aber was soll denn hier brennen? Kabel. Strom kann immer, wird immer eine Feuergefahr. Und dann haben die hier keine Sprinkleranlage. Die kann ja kaputt sein. So, Aber warum also sollen die dann ja, sie nicht. haben ein System, um da Feuer zu löschen, auch nicht gerade Wasser, aber ja. Aber die Frage ist, warum sollten die dann oben die Straße sperren? Was kümmert das die Straße? Naja, Rauchentwicklung Rauchentwicklung, und wenn du jetzt, ist doch sagen alles wir, wenn wir jetzt abgeschottet, kommt Wind. doch nicht raus. Ja, aber allein die Hitze, die kann die Hitze Straße und Bewegung schon wirklich oben. brechen. Ich erinnere an die Autobahn hier in der Ecke, wo sie da mal so irgendwelche Kunststoffrohre unter der Brücke angeflammt haben und die Brücke deswegen jetzt komplett abgerissen werden muss, weil der Beton instabil wurde. Na dann, Ja, aber also die so Ans ja, das richtig. Problem ist, dass ich da sehe, ist, dass die Ansage war, sie sollen nicht unmittelbar sofort merken, dass da irgendwie was dingsig ist. Und die haben ja wohl genug Sensoren hier, um zu merken, was da los ist.
Und sehr schnell zu merken, was da los ist. Na, sie sollen nicht merken, dass es unnatürlichen Ursprungs war, aber ein Feuer kann ja bei Stromkabeln entstehen, sag ich mal. Ja, aber so ein Feuer bei Stromkabeln, das brennt ja nicht lichterloh, nur wenn es was zu brennen hat. Und hier ist nichts zum Brennen, hier ist nichts, was brennt. Aber es wird halt unheimlich heiß. Nee, nicht, wenn du nichts hast, was brennt. Kabelbrand ist immer ein Schwelbrand, bis der Schwelbrand etwas hat, womit nichts was verbrennen kann. Also hier ist ja kein Brennstoff, kein Kohlenstoff, nix. Hier ist ein bisschen Stahl und ein paar Kabel. Also ein bisschen Gummi letzten Endes und ein bisschen Plastik, aber minimal. Nichts, was wirklich brennen würde und eine wirkliche Rauchentwicklung, also doch Rauchentwicklung ja, aber nichts, was wirklich Hitze erzeugen könnte. Oder wirklich lichterloh brennt, dann müsste es hier schon was rein. Also Kabelbrände sind in einem Haus übelst gefährlich, weil in einem Haus natürlich ganz viel brennen kann, aber in diesen Wartungstunneln. Ja, wenn sich mal hier jemand einquartiert hätte. Also ich glaube schon, dass das sehr, 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 sehr schnell rauskommt, dass da irgendwas passiert ist, auch innerhalb von wenigen Minuten, dass, yep, oder dass da ja, was und künstlich gemacht wurde. Ich stimme dir leider dazu. Also ich bin immer noch für einen Unfall auf der Autobahn irgendwie. Oder kommt man von hier relativ gut da oben drauf? Müsste eigentlich auch gehen. Wohin? Was? Na, auf die Fahrbahn. Zugänge gibt von den Wartungstunneln auf die Fahrbahn. Ach so, das von hier. Ich dachte, du bist auf der Karte. Auf die Fahrbahn, na, ab und zu auf den Abstellstreifen bestimmt. In verschiedenen Abständen, vermutlich in so 50ern. Irgendwas von hier ist erreichbar. Bitte? Irgendwas von hier aus in der Nähe? Ja, na klar, also alle 50 Meter könnt ihr auch von dem, wo ihr jetzt seid, also, ne? Ist ja. Da ist dann noch eine Tür, aber ihr habt ja eine Karte. Und dann hast du da quasi draußen so eine Leiter mit so einem halbrunden Gestell halt, dass du nicht runterfällst. Dann haben wir immer noch das LKW-Problem. Mit dem Unfall und dem, irgendwer muss dann die LKWs fahren. Es sei denn, wir nehmen einen wirklich großen Tanklastzug, von dem wir wissen oder von den wir absichtlich von A nach B fahren lassen, schicken, bestellen. Und dem dann zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie das Ding platzen lassen. Wenn der noch irgendwas geladen hat, dann kann da sogar noch ein Feuer entstehen. Wenn da Unfälle passieren, geht das mal schnell. Ja, das ist aber wieder auch zu, ne, weißt du? Zu ja, komisch. Ja, klar, verstehe ich, was du meinst. Nur die Frage ist, wie können wir hier einen Unfall erzeugen? Mit einem normalen PKW ist das kaum möglich. Der beide Fahrspuren lahmlegt. Das muss schon was Großes sein. Das muss, wenn dann irgendein LKW sein, der über beide Spuren ist und möglichst noch Gefahrgut geladen hat, sodass sie wirklich die Straße sperren müssen. Straßen sperren tun die eigentlich immer nur, wenn wirklich Gefahrgut im Spiel ist. Oder wir nehmen irgendwas, was eine Menge verliert. Also ich sag mal, so ein normaler Transporter, der dann 20 Milliarden tausend Nägel verliert oder sowas. Sie sperren übrigens auch Straßen, wenn in dem LKW was drin war, was dem Konzern sehr wichtig ist. Dann geht eine sehr wichtige Nachricht an den Polizeioberfickmann Ludwig Knustholz. Und dann sagen die, Straße ist dicht, wir wollen nicht, dass auch nur ein dreckiger Lohnsklave ein Ding anfasst, was da rausgekolaut kommt. Ja, aber Ich sag das nur. Diese LKWs, da kommt man auch immer echt schwer dran. Was passiert, wenn wir da quasi gar nicht selber fahren, wenn wir den Unfall verursachen, sondern zufälligerweise einfach nur dafür sorgen, dass jemand anders einen Unfall baut? Naja, das war ja die Idee eben, dass wir da einen LKW entweder gezielt von A nach B schicken, also einen Fahrer irgendwo hinbestellen, einen Tanklastzug irgendwo hinbestellen. Und dann, wo den wir halt vorher manipuliert haben, den LKW, sodass wir nur einfach nur auf den Knopf drücken müssen und dann platzt dem der Reifen oder sowas. Und das reicht ja meistens bei bestimmten Geschwindigkeiten schon, dass da echt was ins Arge geht. So. Ja, das kann man viel zu schlecht kontrollieren.
Das ist da vielleicht nur ein paar Streifen gesperrt oder ne, weil er auf die andere Seite durchfällt. Nicht, wenn Gefahr gut geladen ist. Stell dir mal vor, der reißt durch die andere Seite. Er reißt nicht in die Mitte, sondern in die andere Seite raus, weil er ins Schleudern gerät. Dann ist da vielleicht die Hälfte der Straße gesperrt und die andere Fahrbahn ist noch durchgehend. Jedenfalls kurzzeitig. Moment, aber das ist ein Unfall. Du kannst Unfälle nie kontrollieren, nie zu 100%. Deswegen sage ich ja, das ist an sich eine tolle Idee, aber eventuell auch blöd. Wenn wir jetzt dafür sorgen, dass wir genau wissen, wo jetzt Unfälle passieren. Aber wie willst du das denn machen? Willst du dich auf den Seitenstreifen stellen und den Leuten in die Reifen schießen, oder was? So in der Art. Wie wäre es mit Krähenfüße? Wie war das mit, es soll nicht sofort auffallen, dass wir da, dass da jemand übelst Scheiße baut? Krähenfüße auf der Straße sind überhaupt nicht auffällig, meinst du? Nicht, wenn wir sie sofort wieder einziehen und mitnehmen. Wenn da ein LKW drüber oder irgendwas drüber gefahren ist, meinst du, können wir den dann sofort wieder einziehen von unserem Auto aus, das ja an der Seite stehen muss? Na, ich sag euch, wie er das macht. Kaban stellt sich dann auf die Straße und das nächste Auto, das gefährlich wird, das bockt der einfach auf mit seinen Monsterkräften. Stimmt. Wie wär's mit Monodraht? Hast du so viel Geld? Naja, so viel brauchen wir ja nicht, oder? Also ich mag Monodraht, aber hast du so viel Geld? Was würde der Spaß denn kosten? Lasst mich das kurz recherchieren, aber ich sag mal, für beide Straßenseiten, eigentlich auch schon für eine, bist du bestimmt bei 15.000 oder so? Also wir waren schon mal so weit, dass wir überlegt haben, den Run sein zu lassen und stattdessen den Monodraht aus den Zäunen zu holen. Du musstest mich daran erinnern. Es war sehr witzig. Irgendwann werden wir das auch aus Prinzip einfach machen, Monodraht klauen, weil es einfach so schön ist. Und ich werde es aus Prinzip einfach verhindern. Das hasse ich. Ich finde das nicht nett von dir, Spielleiter. Gute Ideen soll man als Spielleiter durchaus auch mal durchwinken. Das habe ich noch nie gemacht und das werde ich auch nie tun. Deswegen, das ist so wie diese Spielleiter, er ist einer von den Spielleitern, die verhindern wollen, dass ihre Spieler einfach aufhören, Runs zu machen und den Leuten nur noch die Comlinks klauen, weil die Comlinks so teuer sind. Deswegen hat er die Comlinks auch so billig gemacht. Das ist einer der Gründe, aber der wichtigere Grund ist, dass sich kein Lohnsklave einen Comlink leisten könnte. Das weiß ich. Darüber haben wir schon lange diskutiert und ich habe dir diese Idee irgendwann in den Kopf gepflanzt. Ja, aber warum machst du mich jetzt schlecht? Das ist einfach, ich finde das... Ich mach dich überhaupt nicht schlecht. Nee, weißt du, ich würde einfach sagen, AFK. Mimi. Mimi. Jetzt lass den doch mal ein bisschen in Ruhe. Ich habe dich gar nicht schlecht gemacht. Jetzt reit doch da jetzt gar nicht das so doll rum. Das verstehst du Er muss euch doch auch ein bisschen quasi jetzt entspannen, weißt du, sonst können wir ja gar nicht mehr weiterspielen jetzt. Ja? Stell dich nicht das AFK ist... Sein AFK ist seine Schbackerverteidigung. Wenn ich nicht da bin, kann ich nicht hören, was ihr sagt, weißt du? Aber ich wollte dich doch gar nicht schlecht machen. Jetzt chill dir mal dein Leben, Alter, was ist denn hier los? Wer nimmt denn das hier eigentlich ernst? Das steht doch gar nicht im Arbeitsvertrag. Ja, Arbeitsvertrag? Ist der fucking Monodraht? Na klar, haben wir einen Arbeitsvertrag? Hab ich dir keinen geschickt? Nee. Ja gut, das erklärt einiges. Zum Beispiel diese Würfelwürfel, die du ja andauernd ablässt. So. Alter Monodraht, wo bist du, du hässlicher Schwein? Aber wenn Monodraht so schweineteuer ist, was kostet dann bitte die Monopeitsche? Die ist auch schon im Tausenderbereich, aber das ist ja letztlich auch nur irgendwie ein Meter oder so. Ich glaube, die ist sogar deutlich teurer, ich weiß es nicht mehr. Ach ja, Shadowrun 5. Entdecke die Möglichkeit. Hehehe. Und Gott erschuf den Index und sagte, aber Trolli, du bist zu blöd, den zu benutzen, okay? Und Trolli sagte, naja, wenn du das meinst. Man muss sich auch mal einfach anpassen. So ist es nämlich. Ja gut. Es gibt im Shadowrun 5 Buch hinten ein Tabellenwerk, wo alles nochmal zusammengefasst ist, was irgendwie Geld kostet. Bist du sicher, dass sie da drin ist? Nö. Ach so. Aber ich hole gleich mein Buch und gucke nach, da bin ich vermutlich schneller.
Es ist auch relativ irrelevant. Ja, eigentlich schon. Ihr könnt ja auch weiterreden, ich kann ja nebenbei suchen, also ihr seid ja nicht auf mich angewiesen. Doch, du bist der Spielgeleitete, du musst uns führen. Klar. Also in diesen Tabellen ist er übrigens nicht drin. Also ich vermute ehrlich gesagt, die einzige Möglichkeit, um wirklich einen Unfall zu verursachen, der die Straße gesperrt werden lässt, ist, wenn Gefahrgut im Spiel ist. Also Benzin, Öl, am besten Öl oder irgendwie sowas in der Art, das macht die Fahrbahn noch richtig scheiße. Dann müssen die sperren. Und Leichenteile. Ja, wegen Leichenteilen sperrt auch keiner mehr eine Straße. Ja, ich glaube, da müssten sie, wenn es viele sind, müssten sie dann doch mal so tun, als würden sie eine Ermittlung einleiten. Ja, aber es ist einfacher, wenn es nur ein Leichenteil ist. Okay. Dann suchen sie den Rest. Fossiler Brennstoffe. Im Index ist übrigens auch richtig gut nichts drin. Aber ich berechne, das ist einfach anhand der Monofilamentpeitsche. Die kostet 2000. Echt? Ja. Ich hab mal gerade meine eigene Datensuche hier angeschmissen. Also hier steht 10.000. Was? Ja, in diesem SR5-Buch. Ich habe zwar das Englische offen, aber hier steht einfach 10.000. Also bei Pegasus-Spiele im Forum steht 2000. Ja gut, das ist erratiert. Gut, 2000. Die ist 2 Meter lang, eine Straße ist deutlich breiter. Da sind wir auch ungefähr bei 10.000. Also jetzt ganz grob überschlagen. Ja, so viel kriegen wir nicht gestellt. Nope. Wir können natürlich versuchen, aus irgendwelchen Zäunen Monodraht zu klauen und mir dann über die Straße zu spannen. Aber ich glaube nicht, Tim. Ich habe gehört, dass eine höhere Entität, die unser Leben bestimmt, uns davon abhalten wird. Das Fliegen das ist überhaupt nicht richtig. Aber. Aber er wird Loth für beschwören. Der wird dann sagen, was wollt ihr mit meinem Zaun? Und wir sagen dann, wir müssen weg. Ich sag mal so, dort wo Monofilamentdraht benutzt wird, hast du ja auch allgemein eher eine höhere Sicherheit. Du packst ja nicht ans Gang-Hauptquartier. Details, ich würd's tun. Natürlich, da könnte es sein, dass das... Ja gut. Deswegen kriegst du ja keinen, weil der auch einen sehr hohen Verfügbarkeitswert hat. Das heißt, wenn ihr dort irgendwo Monofilamentdraht klaut, dann müsst ihr euch auch mit anderen Sicherheitsmaßnahmen auseinandersetzen, sag ich mal. Ich beantrage Monofilamentdraht fürs Gang-Hauptquartier. Da wartest du 50 Jahre und dann würfel ich nochmal. Immerhin, ist ja fast wie in der DDR. Hehehe. Das ist keine Banane. Wir kamen bloß nicht ran. Ja. Monofilamentdraht haben die auch, kommen nicht ran. Scheiße, ich hab mich selbst outsmartet. Richtig. Ja, okay, es ist wieder eine Idee, aber da kriegst du ein Stück Pappe und da schreibe ich dran Monofilamentdraht. Ein EA-Monofilamentdraht zum Einlösen beim nächsten Hersteller. Wartezeit 15 Jahre. Ansonsten fällt mir eigentlich nur noch Drohne ein, ne? Also mit Drohne sozusagen aktiv für den Unfall sorgen. Von wegen Reifen kaputt oder sowas. Das ist aber auch so, Drohne ist dann auch wieder so, funktioniert's wirklich irgendwie. Also wenn, dann müsste die Drohne ja schon schießen. Klar. Das ist schon wieder nicht so toll. Dann wissen die ja direkt, das ist aber kacke. Also ich meine, dem kann auch eine Drohne vor die Windschutzscheibe fliegen, aber im Regelfall fahren Transporter ja nicht mehr selbst. Also doch, Transporter fahren selbst und nicht mehr durch Fahrer. Wenn überhaupt noch Fahrer in den Wagen sind, dann nur zur Zierde. Oder weil die dafür sorgen müssen, dass irgendwas, aber die wenigsten fahren ja selbst noch. Das kommt ein bisschen drauf an, wie weit du den Begriff Drohne fasst. Es gibt ja auch Paket, also was heißt Paket, sondern Transportlieferdrohnen, die sind halt größer als der Motorrad. Ja, das ist absolut richtig, aber ich sag mal so, damit einen Unfall zu erzeugen, der dazu führt, dass eine Straße gesperrt wird, ist sehr viel unwahrscheinlicher, weil ein LKW einfach eine ganz andere Masse hat und so ein Ding einfach zur Seite drückt, ohne dass groß was passiert. Die Dinger sind ziemlich schnell, der LKW ist unter Umständen sogar langsamer. Und wenn du von der Seite rein crashst, dann
ich würde es, ich meine, es ist immer noch schwierig, ja. Aber ich sag nur, Drohnen sind nicht immer klein und nicht immer langsam. Nein, nein, aber da ist halt noch, das kommt noch dazu, dass ich da glaube, dass diese LKWs heute, also in deren Zeit überhaupt nicht mehr selbst fahren. Also, dass da keine Fahrer mehr sind, meine ich. Ja, aber das spielt keine Rolle, wenn dir eine 300-Kilo-Drohne mit 100 Kilometer pro Stunde irgendwie ins Fahrerhaus kracht. Na, eine 300-Kilo-Drohne, ja, das Fahrerhaus ist ja dann nicht mehr besetzt, deswegen ist das egal. Ja, aber trotzdem hast du dort dann einen gewissen Angriffspunkt, der das Ding durchaus zum Countdown bringen könnte. Ja, aber dann würde der von rechts... Und die Elektronik kaputt macht. Dann würde der aber von links, müsste dann da reinpreschen, weil überholen tut man, glaube ich, auch in Russland noch links und nicht rechts. Ja, ja, ich habe jetzt irgendeine Richtung genannt, ne? Ruhig bleiben. Naja, aber... Nicht denken, ich habe gedacht, ich suche immer noch nach Monodraht. Ja, aber... Bedeutet, dass... Und ich sag mal, so 300 Kilo sind schön und gut. Die machen bei 24... Tonnen oder 40 Tonnen, aber ne, ein Bruchteil. Ja, das ist also, so richtig, deswegen finde ich das auch nicht so toll. Man könnte natürlich eine 300-Kilo-Drohne fliegend nehmen, die man dann seitlich rein crashen lässt, also, aber... Die 300-Kilo-Drohnen fliegen, glaube ich, nicht mehr. Also ich sag mal so, das, natürlich ist wie, fliegen als, die noch. Das ist wie, als wenn mir ein Dackel gegen das Bein läuft, so im Verhältnis. Aber wenn dir ein Dackel, wenn du in vollem Lauf bist und der auch ins Bein läuft, will ich mal sehen, wie du noch weiter rennst. Der Unterschied ist, dass ich, wenn ich im vollen Lauf bin, nicht mit allen beiden Beinen auf dem Boden bin. Was ein LKW aber durchaus ist. Das sehe ich ein. Sogar hat sogar noch mehr Beine als du. Ja, genau. Der hat noch mehr Beine als ich. Das heißt, der wird vermutlich ein bisschen schlingern und das war's dann. Also so ein LKW zum Fallen zu bringen, ist gar nicht so einfach. Der muss der sich schon hart überlenken. Und das passiert nur durch Fahrer und nicht durch Elektronik, die ja nicht versucht auszuweichen oder gegenzudingsen, sondern ja rational ist. Und dann sagt, ich versuche jetzt nicht eine 300-Kilo-Drohne auszuweichen, weil ich weiß, dass ich stärker bin als die 300-Kilo-Drohne. Die macht den Kaban. Die holt die Eier raus. Diese 300-Kilo-Drohne, wäre eine andere Idee. Damit was sozusagen auf der Autobahn crashen. Da könnten wir schon für Ärger sorgen. Du meinst, die mit Gefahrgut füllen, oder was? Richtig, ich dachte jetzt zum Beispiel an diesen Ballistikschaum oder sowas. Die so richtig schön Spaß haben, die Fahrbahn erstmal so auch sauber und frei zu kriegen. Hä? Also, du nimmst größere Lastendrohne, ja? Ja. 300 Kilo Modell oder was auch immer. So, und als Frachtgut gibst du der irgendeinen Scheiß mit, der eigentlich auch gar nicht per Drohne transportiert werden sollte. Und lässt das Ding dann auf der Autobahn crashen, auf der Hochstraße. Dann hätten wir sozusagen die Scheiße da, wir hätten keinen Fahrer, der fliehen muss, und wir wären trotzdem unter Kontrolle, wo das Ding genau runtergeht. Wir müssten das Ding aber trotzdem steuern, oder? Nö, wir können das auch programmieren. Und zwar nicht per Hacking, sondern bevor wir das Ding überhaupt anschmeißen. Hm. Und solange hier keine SAMs oder andere Flak-Geschütze auf der Autobahn positioniert haben, bin ich da sogar fast sicher, dass das funktionieren könnte. Dann musst du die Drohne, nee, wenn, dann musst du die Drohne ja vorher hacken. Weil wir können uns die Drohne ja nicht kaufen. Die müssten wir uns klauen. Ja, lassen sie klauen und dann, wie gesagt, pumpen wir die mit der Scheiße voll, programmieren die um. Womit und willst du die jetzt vollpumpen, dass die eine ganze Autobahn sperren damit? Ich habe jetzt mal spontan an Ballistikschaum gedacht. Ich überlege. OT, was ist Ballistikschaum? Damit kannst du Barrieren aufbauen. Das ist so Barriereschaum, heißt das, glaube ich, wirklich. Den Sprühschaum, den man schon in SR4 mal benutzt hat, um die Leute am Boden festzutackern, falls du dich entsinnst. Ach so. Ja, oder die zum Beispiel jetzt sozusagen da in den Autos statt Airbags verwendet werden. Ne? Erinnere dich an, wie hieß das, Demolition Man. Oder guter dann, Film. Auto an da in den Sprungboden gesetzt hat, wo die den dann da nachher rausschneiden müssen. Die Frage ist, reicht das? Reicht das, was da ausgedingst wird, um so viel Ärger zu machen? Weil unendlich groß kann diese Drohne ja nicht sein. Wobei die Frage ist, ob wir das unbedingt so machen wollen oder ob wir das Gleiche mit dem Programmieren nicht auch mit einem Tanklaster machen können. Weil es ist ja auch nichts anderes als eine Drohne und auch da sitzt kein Fahrer mehr drin. Es wäre genau das Gleiche.
den dann einmal übersteuern zu lassen oder so und dann fällt er um. Ja, aber ich glaube, dass die Drohne vielleicht sich, es wäre beweglicher. Vor allen Dingen ist sie auch wahrscheinlich leichter zu kriegen als einen ganzen LKW. Klau den mal und schlepp den unter dem Hemd raus. Das geht mit der Drohne einfacher. Gut, nicht unter dem Hemd, aber so wird Lions als verkabelt. Ja, und vor allem, wenn man einen 300, also wenn man einen Tanklaster, der wie viel Tonnen Sprit transportiert, klauen möchte, dann achten die da schon eher drauf, weil ziemlich viele Tonnen Sprit sind ziemlich viel wert. Also, ja, aber mit einer, ich wage ganz dezent zu bezweifeln, dass wir mit so einer kleinen Drohne eine ganze Autobahn lahmgelegt kriegen, egal was da drin ist. Es sei denn, es ist was Hochexplosives drin. Eine Drohne kann halt A, so groß sein wie ein Lufttaxi. Auch vom Fassungsvermögen, auch solche Transportdrohnen werden sicherlich benutzt. Sie sind dann halt eher so hubschraubermäßig unterwegs und sparen sich quasi nur die Führerkante. Und B, kannst du die ja auch mit Sprit zum Beispiel füllen oder irgendwas anderem, was halt gut rutscht. Und du kannst sie halt tatsächlich punktgenau einschlagen lassen. Na, wenn die so groß sind, ja. Ja, ich meine, Drohnen, letztendlich auch so ein Drohnen kann ja alles sein. Auch ein Frachtkahn mit 500, weiß ich nicht, Kisten, du weißt schon, solche großen Drohnen. Nee. Motorregistertron, meinst du? So ein Maersk-Kahn ist auch eine Drohne. Und Transportdrohnenflug gibt es einen ziemlich großen Markt, weil das halt ziemlich gut ist in der Stadt, gerade wenn der Verkehr wieder nicht funktioniert. Ja, meine Angst ist nur, ich habe eine Drohne von der Größe eines Taxis und ich weiß, habe eine ungefähre Ahnung, wie was ein Unfall, weil wir alle haben schon Unfälle auf der Autobahn gesehen, miterlebt, wie auch immer, und gesehen, was ein einzelnes Auto für Widrigkeiten, selbst bei schweren Unfällen, verursacht, nämlich die Sperrung einer Spur und das Umleiten des Verkehrs. Auf einer von beiden Spuren. Es geht ja nicht um die Drohne selber. Es geht um die Ladung der Drohne. Die Drohne ist ja nur das Vehikel. Ja, ich weiß. Aber auch da ist die Frage, kann eine Drohne von der Größe eines Taxis eine Ladung fassen, oder wenn, müsste es welche Ladung sein und könnten wir diese Ladung überhaupt beschaffen in der Größenordnung, die es schafft, eine ganze Autobahn wirklich zu einer Vollsperrung zu zwingen? Nehmen wir jetzt mal an, wir hätten da drin irgendeine Chemikalie, die übelst glitschig ist. Jojo, da ist der Waffenbau 7000, ne? Es gibt Granaten, die haben eine Flüssigkeit drin, die machen quasi den Boden so glatt, dass wenn du da einen Schritt hinsetzt, du sofort auf die Fresse fliegst. Ja, kommt man dann an diese Flüssigkeit auch in relevanten Mengen dran? Ja, das werde ich jetzt nachgucken. So, wenn wir diese Flüssigkeit quasi mit dieser Drohne, wenn sie sich nämlich überschlägt, quasi glitscht einmal auf der einen Seite auf, dann einmal auf der anderen Seite und da halt überall dieses Zeug hinterlässt, dann haben wir quasi Folgeschäden. Nämlich die Autos, die da durchfahren, werden gleich direkt erstmal ausglitschen. Wenn wir es schaffen, dass die Drohne diese Art des Unfalls verursacht, dann ja, wenn man das sicherstellen kann, das ist meine Frage, das weiß ich nicht. Kann man einen Crash so verursachen, vor allen Dingen so, dass es einigermaßen authentisch aussieht, dass eben beide Fahrbahnen in Mitleidenschaft gezogen werden, oder ist das unrealistisch, wenn die plötzlich mitten auf der Autobahn Ladung verliert und dann einfach runterfällt? Nee, dann, die ist aber, ja fliegend. Ja, ja, eben trotzdem, aber dann möglichst so, dass auch noch irgendwie beide Fahrbahnen betroffen sind. Genau, wenn die jetzt aber quasi anfängt, Sinkflug zu machen, auf der einen Seite aufschlägt, dann springt die mit Sicherheit weiter, weil die ja noch kinetische Energie hat. Und dann springt die über die Leitplanke und liegt auf der anderen Seite. Und auf beiden Seiten. Also springen wird sie nicht, ist kein Flummi. Ja, die wird aber nochmal kurz abheben. Wäre ich mir nicht so sicher. Autos tun das auch. Je nachdem, wie schnell sie ist, wird sie auf jeden Fall abheben. Und je nachdem, wie steil der Winkel ist. Ja, aber so ultraschnell wird die ja nicht sein. Wieso denn nicht? Die können da mit 80 über die Stadt düsen. Aber 80 ist nicht viel. Wenn doch. Aber ich glaube, es reicht, um aus einer gewissen Höhe eine kinetische Energie sicherzustellen, dass sie noch sich ein bisschen weiter bewegt. Ist ja okay, wenn das... Zumindest ungefähr ein Drittel von dem Teil. Und das, was es geladen hat, das spritzt ja eh durch die Gegend.
Ist ja okay, wenn ihr sagt, dass das so ist, das war nur meine Befürchtung jetzt, dass sowas nicht reicht. Aber ich denke, das wird man einigermaßen berechnen können, wie das läuft. Jojo wird es können. Gerade wenn die aus einer gewissen Höhe fällt, was sie ja muss, weil die fliegen ja doch ein bisschen weiter oben, dann denke ich schon, dass da genug Energie drin ist, dass sie sich überall verteilt. Und wenn wir nicht an diese super tolle Spezialchemikalie kommen, da können wir was ganz anderes machen. Wir tun uns irgendwelche Fässer organisieren. Da packen wir dann irgendwas rein, weiß ich nicht, Salatsoße oder sowas. Und malen die Fässer schön an, kriegen dann noch so einen Radioaktivkleber drauf und Biohazard und Gedönskirchens. Dann sind die Leute auch erstmal beschäftigt. Du meinst, sie gehen einmal mit dem Chemsniffer drüber und sehen, ist das Salatsoße? Naja, erstmal müssten die ja durch den Stau an Ort und Stelle kommen. Und selbst wenn sie es dann rausgekriegt haben, müssen sie erstmal sehen, dass sie das Tohuwabohu da erstmal aufgelöst bekommen. Ja, es geht ja sozusagen dann nur um die erste Reaktion der Fahrer. Das reicht uns ja schon. Ja, es ist ja auch alles in Ordnung. Und ich meine, irgendeine glitschige Flüssigkeit, ich meine, irgendwelche Öle sollen ja schon gewissen Glitch erzeugen. Bei uns wurde mal in der Gegend 2 Wochen lang eine Fahrbahn gesperrt, weil Milch ausgelaufen ist. Diese Scheiße kriegst du ohne Scheiß nicht gut runter. Ja, gut, halt Milch ist halt echt teuer, ne? Ja, klar. Aber es gibt irgendwelche Scheiße gibt's immer, die gefährlich ist. Ja, das Ding ist, ich habe immer noch im Kopf bei sowas, wir sind da nicht in Deutschland, sondern wir sind in Russland. 2080, wo sich niemand mehr um Menschen schert. Das stimmt, aber kurzfristig musst du ja gucken, was das ist. Ja, und wir haben vor allen Dingen die Sache, es ist bei einem A-Gebiet und es gibt auch noch sowas wie Presse, genau. Ja, gut, aber das A-Gebiet ist ja auch in der Nähe. Na, genau. Und ich sag mal, wenn dann da mal ein Pressefuzzi sagt, ey, hör mal, da ist irgendwas verunglückt, ich habe hier so einen Radioaktivaufkleber gefunden und Rabutnik hat nichts gemacht, das ist so eine Presse, das mag Rabutnik nicht. Wir müssen nämlich sehen, bei Shadow funktioniert die Presse noch. Bedingt, aber ja. Es gibt Flüssigkeiten und Substanzen, die beschaffbar sind und die auf jeden Fall dafür sorgen würden, dass man sagt, okay, da müsste man zumindest mal kurzfristig sagen, Leute, wir halten alle mal an, ganz brav, und dann gucken wir erstmal, wie das hier lang geht. Ignorieren können sie es immer noch, aber das von vornherein zu ignorieren wäre etwas töricht. Also dafür ist dann auch erstmal die Polizei zuständig, das abzusperren und so, und die ist ja zurzeit auch ein bisschen, die muss ja auch sich mal wieder ein bisschen beweisen, damit sie nicht von Moloko überrannt wird. Weißt du, was ich meine? Yep. Gut, also gehen wir zur Drohne schießen. Na, das ist deine Aufgabe, du bist der Hacker. Da können wir gerade echt wenig machen. Wir können die Hand halten, wenn du hackst. Wir können Händchen halten und uns mit dem Medikit neben dich stellen, falls deine Nase anfängt zu bluten. Kriegst auch ein pinkes Taschentuch. Ich bin begeistert. Mit Einhörnern drauf. Usa. Okay, dann sollten wir mal gucken, wo ein gewisses Drohnenaufkommen ist. Das, naja, sagen wir mal, es ist leichter, es Beute zu machen. Ihr denkt halt echt, es wäre leicht, aber ihr denkt doch nicht, dass eine taxigroße Transportdrohne nicht an irgendeinen Host geslaved ist, der ein bisschen besser dran ist, oder? Das ist doch gefährlich, solche Dinger, da muss man doch aufpassen. Leute, die Beschaffung einer Drohne, die müssen wir auf jeden Fall auf nächste Woche verschieben. Das kann ich jetzt nicht zusammen improvisieren, der Rest ging, aber jetzt wird's langsam gefährlich. Ich will ja kompetent wirken. Das hast du schon vor langer Zeit versaut. Naja, aber ich will's doch immer noch. Das stimmt, aber du hast irgendwann mal gesagt, dass du das schon vor langer Zeit aufgegeben hast und deswegen mag dich auch jeder so. Das ist eine nette Idee, um mich dazu zu bringen, das heute noch abzuschließen, aber der Computer sagt... Was, ich will das heute nicht mehr abschließen. Achso, okay. Ich dachte... Nö. Der Computer sagt auf jeden Fall nein. Und außerdem aber wir können mal gucken, wo es solche Drohnen gibt und wo es die Möglichkeit gäbe, sie abzugreifen. Verschiedene Transportunternehmen, diverse Sachen da. Hauptsächlich Energia. Energia ist immer ein gutes Ziel, weil Energia der Haupt hier Infrastruktur-Transport-Dingens ist. Ich kann mich daran erinnern, dass wir mit denen schon zu tun hatten. Nicht nur einmal. Hm.
dauernd. Immer wenn irgendwas von A nach B gebracht wird, sage ich als erstes Energia und dann gucke ich, ob es was anderes sein könnte und dann steht hier immer nur Energia und dann nehme ich halt Energia. Das ist so mein Plan. Energia ist auch super. Das Lied auch. Das stimmt. Ja. Hier wird denn sonst außer Energia noch was anderes, wenn ich mal doof fragen darf. Natürlich, es gibt zum Beispiel noch den Slanov-Transport und es gibt Personal Messenger Services und das ist nicht nur, weil das die Abkürzung PMS quasi wäre. Nee, nee, das hat einen völlig anderen Grund. Das sind aber die größten. Die kleinen haben, glaube ich, dann aber nicht mehr Drohnen in dem Umfang. Mostrans! Was ist denn mit Mostrans, Alter? Mostrans ist für alle da. Ich meine, klar haben die Megacons oftmals auch sowas, zumindest viele von denen, aber das haben die halt nur einen eigenen Gebrauch und naja, das ist halt unwahrscheinlicher, dass die irgendwo über der Stadt rumpöpeln. Außerdem aber die haben das F-Tag zu hacken. Naja, das ist halt das Nächste. Also die Nicht-A-Konzerne, die aber doch noch eine gewisse Relevanz haben und die möglich sind, sind Slanov-Transport und PMS. PMS, wuhu. Ja, letztes Zusammentreffen mit PMS war übrigens, dass ihr beide euch dafür ausgegeben habt, um aus dem Lagerhaus was rauszuholen, weil aber ganz viele Typen waren und ihr irgendeinen Chip in die Hand bekommen habt und den gar nicht wolltet. Also Tischrunde. Die Tischrunde. Mhm. Ja gut, dann gucken wir mal PMS und Slanov, wie die Typen da hießen. Die Infos dazu könnt ihr nächste Woche von mir gerne erhalten. Also das können wir einfach, das geht nicht. Wie ist denn das Gerücht über deren Matrix-Sicherheit? Drücken wir es mal so aus. Wie war das mit dem Hacken? Hehehe. Im direkten Zusammenhang mit dem Run. Fällt mir mal so gerade Das wäre ja nicht an Ort und Stelle. Die Drohne ist genau an der Stelle. Oh, da gab es einen Hack. Oh, das ist genau die Drohne, die uns fehlt. Die können wir ja immer noch x'en, die Drohne. Das stimmt. An alles gedacht, mein Liebchen. Dass das irgendwie so gerade so ganz rein zufällig alles zusammenpasst. Also, da kommt vielleicht. Außerdem kann es ja immer noch sein, dass das jemand die Drohne sich geklaut hat, um einfach nur irgendeine Scheiße mit zu schleppen und da gerade Mist gebaut hat. Aber gut, wie gesagt, wir x'en das Ding und dann weiß das eh keine Sau mehr. Also, ich dachte schon, weil ansonsten kommt vielleicht sogar Feldwebel Schulz auf den Zusammenhang. Nee, der hört von nix und der weiß auch von überhaupt nix. Der nicht. Aber. Ich hatte das sogar. Oh Gott, ich müsste nachgucken. Das werde ich niemals tun. PMS ist es also. PMS hat ein paar Probleme in letzter Zeit gehabt, weil einfach die Software nicht hundertprozentig kompatibel ist mit den neuesten Updates, die so die Luftzusammenführungsverkehrsüberwachungsscheiße da benutzt. Da sind hauptsächlich einfach Lieferungen an falsche Leute gegangen. Oder die Drohne schwebte dann einfach mit so einem dicken, fetten Paket, also vor allem die kleineren, vor so einem Fenster 7 Stunden und wusste nicht mehr genau, was er da eigentlich macht. Und die Leute fanden das ein bisschen, nennen wir es mal, befremdlich. Vor allem, weil dann immer von Paketabgabe die Rede war und das heißt, der Fußweg unten hat sich schon ein bisschen Gedanken gemacht, ob denen das Ding gleich auf dem Kopf liegt und so weiter. Die scheinen Probleme zu haben. Was sich aber nicht zwingend auf ihre Sicherheit niederschlägt. Die Sicherheit wächst natürlich innerhalb der Drohnen nach Größe, weil gefährlicher. Und zu mehr zu klauen. Ja, und wertvoller natürlich auch. Ach, was freue ich mir. Ne? Ich mach dir gerne eine Freude. Du willst mich doch nur vom Würfeln abhalten. In dem Fall nur so halb. Mhm. Obwohl ja, eigentlich doch, du hast noch kein Fahrzeug, also lohnt sich's überhaupt nicht. Ich kann überhaupt nichts machen. Ich glaube, direkt nur im Zweiten habe ich mein Fahrzeug.
Das ist eine Lose-Lose-Situation für mich. Ja. Genaueres sage ich ja nächste Woche. Okay. Also, genau. Doof gefragt, ein LKW wahrscheinlich etwa genauso schwer, wenn nicht noch schwerer zu klauen, oder? Keine Ahnung. Ein LKW kannst du natürlich weniger leicht irgendwo unterstellen. Du wirst es ja nicht erst kurz vorher machen. Bei LKWs, je nachdem, ob die nur innerstädtisch fahren, wenn die außerhalb der Städte fahren, haben die natürlich immer noch einen Typen mit drin, der auch theoretisch eingreifen könnte oder einfach am Steuer pendeln, ist ja klar. Ich weiß nicht, ob das leichter ist. Da müsste ich nochmal mein Gehirn irgendwann aktivieren oder so. Tut dir nicht weh. Das wird nicht zu verhindern sein. Tja, gut. Dann werden wir wohl oder übel sehen müssen, dass wir den Kram da an Start kriegen. Denke ich doch. Ich verstehe das als allgemeinen Aufruf zur Abbrechung. Ich denke. Du wolltest dich quasi. Na, erstens das und zweitens war der am Anfang alle müde. Ich habe das nicht mitbekommen. Nee, du warst am Anfang einfach topfit. Penis garage, she makes things so very convenient for me. She's my all night penis garage, penis garage, penis garage, penis garage. Es zählt ja zum guten Ton des Spielleiters, erst zu sprechen und dann zu denken und nichts vorzubereiten. Ganz wichtig, nichts vorzubereiten. Man kann alles improvisieren und das erzählt man zumindest, ne? Das heißt, wenn die mit einem Aufzug irgendwo hochfahren, dann erstmal schön von Dehnungsfuge Nummer 4 sprechen und dann keine Ahnung haben, ist ganz wichtig. Denn ne, ich hätte mich natürlich halbherzig durch Wikipedian können und mich bilden können. Ne, so eine Brücke oder eine Hochstraße irgendwie. Da irgendwie Wissen anzusammeln. Ich kann aber auch einfach dumm sein und dann erklärt mir das einfach Wanderzart. So muss man es machen. Und dann sind die Spieler auch erst motiviert, weil sie denken, ach, sieh nur, der Spielleiter hat einen Hinweis versteckt, den wir uns zunutze machen können. Ist es nicht toll, wenn er sich kümmert, dass es eine Möglichkeit gibt, den Auftrag zu bewältigen? Und wie schön ist es dann, wenn sie merken, nein, der ist einfach nur scheiße. Es gibt nichts, was wir tun können. Das ist ja wunderbar. Also gut, okay, sie haben jetzt einen vorläufigen Plan, das ist ja schon mal was. Und dann davon ausgehend kann man natürlich auch fortfahren. Und ihr habt das ja Ende letzter Folge gesagt, die waren ja auch. Ach nee, Ende dieser Folge habe ich das ja gesagt. Man hat gemerkt, die waren müde. Da war nicht viel. Das ist ja auch okay. Ne? So. Und ja. Es wird auch so sein, das sage ich aber auch gleich mal. Natürlich werden wir uns alle wieder sprechen. Flummi wird folgenden Spielabend dann Teilaspekte eines Planes zulassen, den sie vorher ablehnte aus spezifischen Gründen, die auch nicht mal so dumm sind, so falsch sind. Und ich werde irgendwelche anderen Dinge zulassen, wo ich gesagt habe, da müssten wir auch noch mal drüber reden. Ne? War ja auch zum Teil einfach eine Bauchentscheidung. Die kann man ja noch mal überdenken. Oder so. Nicht? Cute. Ansonsten, ja. Ansonsten. Die Musik ist von Lamprey mit dem Titel Parasite auf dem Album The Greener Grass und von The Cheese Mites mit dem Titel Cheese My All Night Peace Garage. Diese Videobild ist von Evil TV mit dem Titel Doomsday. Alle Rechte auch scheiß in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal, ihr kleinen, geilen Milzbros.